Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum dritten Part von Let's Play DayZ. Hallöchen, und der Dave ist immer noch etwas abseits und ich bin hier gerade beinahe gestorben, weil ich durch das Haus hier irgendwie runtergeglitscht bin. Ja, und ich renne hier gerade mit meinem wunderschönen Iglo-Rucksack durch die Gegend. Jo. Die Straße hoch, zurück nach Tschernogorsk oder wie auch immer die heißt. Ich schnapp mir ja erstmal so ein Buch, das hier ist. Also ich glaube zumindest, dass ich nach Tscherno renne, oder? Nee, ich glaube, oder renne ich nach Elektro, ich weiß es nicht. Egal, wenn ich nach Elektro renne, ich bin trotzdem auf dem richtigen Weg. Ich laufe auf jeden Fall in einer der Großstädte, da bin ich mir sicher. Jo. Möglicherweise renne ich auch nach Elektro, sieht nämlich eher nach Elektro aus dort hinten. Das wäre gut, da könnte ich wieder in die Feuerwehrwache und mir eine Axt holen. Ich lese ein bisschen. The Prisoner of Xander. The Prisoner of Xander, Anthony Hope. Produced by Judith Boss and David Witcher. Anthony Hope. Contents: Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, Chapter, ja, okay. Chapter Titles. Ja, okay, leck mich mit Chapter Titles. Chapter 1: The Western Dials with a word on the Elfbox. I wonder when the world you're going to do anything, Rudolf, said my brother's wife. My dear Rose, I answered, laying down my egg spoon. Why in the world should I do anything? My pussy, okay, ich leg das Scheißbuch weg. Und das war eine weitere Lesestunde mit Philipp. Und die Kinder gehen fröhlich nach Hause und erzählen Mama und Papi, wie es bei dem pädophilen Philipp war, als er sein Buch auspackte und die Kinder unzärtlich berührte. Junge. Meinte, als er sein Buch auspackte und die Kinder unzärtlich berührte mit seinem dicken Buch. Und ich bin in Elektro. Schön. Ja, finde ich auch. Ist wirklich schön. Da finde ich wieder schön viel zu fressen. Schön. Kannst mir ja entgegenkommen oder du bleibst in Tscherno. Ich bleib jetzt erstmal hier, Junge. Mach, bevor du nachher wieder abkackst. Und ich bin tot. Bist du nicht. Bin ich doch. Hier sieht man schön. Ey. Vor Tscherno. Schöner Screenshot hier. Schön. Hat er jetzt einen gemacht? Ja, hat er. Gut. Weiter. Boah, Alter, wenn jetzt hier ein Zombie kommt, ich bin so am Arsch. Tja, also ich... Halt ja die Schnauze. Junge, ich glitsch schon wieder irgendwie weiter nach vorne. Ist dir mal aufgefallen, dass ich irgendwie immer abkacke? Überall, ja, egal ja. Wo. Ja, ja, bei Rust auch. Oh, wow, hier liegt eine Taschenlampe, ganz toll. Wow. Junge, mach doch das scheiß Tor auf, willst du mich verarschen? Ich hab einen Sack gefunden. Den nehme ich jetzt erstmal mit, nur so aus Scherz. Setz ihn aber nicht aus Versehen auf, ne? Nein, mach ich nicht. Aber du weißt ja, was man damit machen kann, ne? Ja. Man kann seinen Sack anderen ins Gesicht halten. Weapon Cleaning Kit, ne, das ist unnötig. Das nimmt nur Platz weg. Okay, nimmt Platz weg, aber der Sack nimmt natürlich auch Platz weg. Weißt du, was ich gefunden habe? Junge. Was denn? Du weißt, dass ich dich laut habe, ne? Weißt du, was ich gefunden habe? Was? Nichts. Das war so klar. Den Sack leg ich jetzt erstmal weg. Bevor ich gleich noch auf schlechte Ideen komme mit dir. Junge, leg den scheiß Sack doch nicht weg. Jetzt ist zu spät. Alter, der nimmt vier oder zwei Slots weg. Junge, was bist du für einer? Du bist der einzige Mensch auf Erden, der einen komfortablen Sack weglegt. Tja, ich bin eben nicht so der Typ, der auf Säcke steht, so wie du. Ja, ja, sagt der Richtige. Junge, pack doch mal die scheiß Knarre weg, na bitte. War das jetzt so schwer? Ja? War das jetzt so schwer, mein Kind? Junge, raste nicht aus. Nee. Oh, jetzt bin ich hier die ganze Zeit am Rumglitschen und dann rumbacken. Boah, Alter, wenn jetzt wieder irgendeine Tunte in Elektro steht und mir die Eier zerballert, dann bringe ich den sowas von rum. Ich glitch mit meinem bloßen Händen. Alter! Scheiß Early Access, ohne Scheiß. Ich glitche die ganze Zeit in der Gegend rum, immer mal wieder so ein bisschen nach vorne, nach hinten. Ja, ich auch. Nach links, nach rechts. Also liegt schon mal nicht an meinem WLAN, das liegt scheinbar wieder am Server. Hörst du Dreck-Server? Du bist dreckig.
Meinte, hörst du Dreckserver? Du bist dreckig. Dreckig. Man kann das auf zwei Arten sagen. Ja, yeah, wie meine Gedanken. Spaß. Ja, ja, Spaß meint er das, Spaß. Man kann dreckig auf zwei Varianten sagen. Entweder dreckig oder dreckig. Dreckig. Du magst es doch, dreckig. Nicht so sehr wie deine Oma. Nicht so sehr wie deine Kinder, die du immer in der Lesestunde dreckig vergewaltigst. Oh, da ist ein Zombie. Boah, hier oben ist natürlich die Tür offen. Das heißt, hier war schon jemand. Leck mich doch eine Dash. Hey, da ganz hinten ist auch noch ein Zombie. Hey, ist das das Hospital? Hey, da hinten ist auch noch ein Zombie. Wir können alle zur Party einladen. Hey, hier sind Schuhe. Nice. Junge, hör auf zu springen, du Spasti. Schuhe anziehen. Junge, was war das denn? Hauptsache, ich laufe, ich wiederhole nochmal, ich laufe, ich krieche nicht. Ich laufe direkt links neben den Zombie. Der Zombie steht da weiterhin rum. Ich streiche dreimal mit der Axt auf den einen. Der Zombie steht weiterhin so rum und kippt ohne Kommentar. Oh, sehr schön. Ich habe einen Basie gefunden. Damit kann ich mich erstmal wehren. Sauber. Schick. Hammer nice. Ja, ja. Ich schwöre, Alter, in Elektro findet man mega viel. Oh, ein Cowboy-Hut, Junge. Jetzt bin ich Indiana Jones. Sauber. Oh, Junge, ich sehe aus wie der Sheriff. Ich sehe aus wie, hier. Ja, ist da von The Walking Dead, Rick. Jawohl, gut. Ja. Yeah. Überall Zombies sind. Ich bin der Sheriff. Mit meinem geilen Iglo-Rucksack. Junge, schade. Wäre geil gewesen, hast du sogar so gesagt, ich bin der Sheriff. Mit meinem geilen Revolver. Yeah. Und ich hab einen Basie dabei und wenn sich einer nicht benimmt, dann kriegt der hinter die Löffelchen. Ey Junge, wo war hier nochmal im Hinterhof dieser... Ja. Ja. Alter, jetzt mal ernsthaft, wo war nochmal dieser Brunnen? Nirgendwo. Hinter dem Hotel. Hinter dem Hotel, ja okay, da muss ich erstmal hin. Ich glaube, ich sehe das Hospital, wenn ich mich nicht irre. Wow, jetzt glitch ich hier schon wieder lang. Ja, ich auch. So fuck. Ne, das ist doch nicht das Hospital, das ist was anderes hier. Sieht aus wie eine Schule oder sowas. Ey, was liegt da? Ein Startkit, damit weiß ich nichts anzufangen, deswegen nehme ich es auch nicht mit. Es nervt gehörig, dass ich hier die ganze Zeit rumglitsche. Ja, ja, bei mir auch. Ich kann in kein anständiges Haus reinlaufen, weil ich die ganze Zeit Angst habe, dass ich dann irgendwie wegglitsche und sterbe. Hammer, ich hab'n... Junge, ich bin aus dem Haus rausgeglitscht, dein Ernst? Bist du tot? Nein, aber ich hab gerade einen Screwdriver gefunden, also einen Schraubenzieher, und dann glitsch ich aus dem Haus raus. Alter, ich glitsche hier die ganze Zeit mega weg, scheiß Server. Vielleicht müssen wir gleich mal runtergehen von auf einen anderen schnell. Ja, möglicherweise. Okay. Könnten wir machen, ja. Aber ich bin ja dann trotzdem weiterhin in Elektro-Titte. Junge, hör auf, die ganze Zeit Sachen von Gronkh und Sarrazar zu sagen. Junge, ey, kann das mal aufhören? Ich glitsch die ganze Zeit aus dem Haus raus. Ich gehe mal eben auf einen anderen Server. Ich habe nämlich gerade eine Spritze und alles gefunden. Ich gehe auf... Warte. Kein Wunder, ich glaube, der ist nicht gerade am Restarten. Der ist nicht mehr bei meinem Verlauf. Ich gehe auf Daylight Only. Ja, okay, ich gehe jetzt auch vom Server runter, warte. Ich gehe auf den Daylight Only Server. Geh auch drauf. Okay, mach ich. Oh, jetzt darf ich erst in 70 Sekunden wieder rein, leck mich doch, Alter. Oh, erstmal strecken. In wie viele Sekunden darfst du rein? 70. Warte, bei mir steht noch nichts. Da, Alter, in dem Haus da, wo ich gerade da... Ich bin 80. In dem Haus, wo ich gerade war, habe ich eine Spritze und einen Screwdriver gefunden. Oder? 80. Alter, halt die Fresse. 80. Nun komm. 70.
70. Okay, tschö. 70. Übertreib's nicht. Was fange ich wieder an mit Yellow Banana Bandana Man? Oh, jetzt schreibt er mir Nachrichten. Mein Gott, noch mal. Oh, ich bin der Yellow Bandana Banana Man. Der Yellow Banana Man. Die Junge, mit der Stimme könnte man ein kleines Kind erstrecken, so. Say Yellow Banana Bandana Man. Bandana Man. Yellow Banana Bandana Man. Okay, please. Please wait, please wait, please wait. Hör auf zu schreiben, ich bin jetzt gleich drinne. Ich schreib nicht. Klar schreibst du, du machst die ganze Zeit diese hässlichen Smileys. Mach ich nicht. Boah Junge, ich hab so das dumpfe Gefühl, dass da steht, you are dead. 13 Sekunden, 12, 11, 10. Halt, hör auf zu schreien, ich hab dich immer noch auf laut. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wie lange soll da noch please wait stehen? Mach hin jetzt. Steht ja bei dir auch die ganze Zeit, please wait. Also ich bin drin. Scheiße! Was ist? Ich komme auf dem Server, plötzlich ist der Bildschirm kurz rot und der Typ schreit: Ah! The fuck, Alter, bei mir steht die ganze Zeit, please wait, was soll der Humbug? Also die Banane ist immer noch gut. Ey, der Server sagt, der ist am Abschwimmen. Boah, dann gehe ich eben wieder auf den anderen. Warte, nein, lass es doch. Zu spät. So, der Cash Cat ist wieder offen, ich geh wieder an den. Eine Matchbox. Was ist eine Matchbox? Nichts, das ist scheiße. Sicher? Ja, ich geh wieder in den Cash Cat rein. Boah, warte, ich muss jetzt hier wieder ein paar Sekunden warten. Das Dumme ist, mit Fraps kann man keinen Cut machen. Ich hab eine Gaslampe. Junge. Nicht dein Ernst! Nicht dein Ernst! Was? Nicht dein Ernst, ich bin vom Server runter. Alter. Hey Junge, ich dachte, ich geh auf einen anderen. Ich geh wieder auf Cashcat drauf. Hauptsache, ich geh eine Treppe hoch. Hör ich dann so Schritte, dreh mich um, seh dann von unten, seh dann wieder ein, plötzlich ein Zombie steht und hochkommt. Ich drück auf die Scheiß-Axt und der reagiert wieder nicht. Alter, was ist hier los gerade mit den Servern? Ja, ach. Aber das war schon die ganze Zeit über so, dass ich irgendwie 15 Mal auf die Taste drauf drücken musste, bevor der die Waffe ausgerüstet hat. Hm. Mal gucken, auf welchen gehe ich drauf. Auf welchen gehe ich denn drauf? Ich gehe auf den Public. So, jetzt scheint es zu klappen. Der Borussen-Fan spielt jetzt. So, bin drauf. Komm auf den Public-Server. Easy. Tja. Alter, meine Mutter ist so dumm, die ist unten voll am Ausrasten mit meinem Bruder und ich will mehr aufnehmen. Geil. Ich hoffe mal, das hört man nicht. Junge, du Dummkopf. Scheiße. Scheiße, hier sind andere Leute in Elektro. Die haben mich aber gerade nicht gesehen. Und da hockt ein Zombie. Alter, mach diese Scheiße aus. Du bist angerufen! Junge, hör auf jetzt! Ich hab dir gerade was zu meiner Mutter gesagt. Ja, okay. Junge, du bist so dumm, ne? Immer geht's manchmal schon gar nicht mehr. Hey Junge, ich krieg hier die ganze Zeit Nachrichten auf WhatsApp. Junge, 28 neue Nachrichten. Junge, jetzt macht die Scheiße aus, ohne Witz. Alter. Ja, okay, wir können gleich nicht mehr weiterzocken, sage ich nur mal so. Hey, warum? Ja, klar, und schon hört er auf. Ja, warum? Hab ich dir gerade 10-mal gesagt, du Idiot. Junge, ich aus. Hauptsache, ich mach gerade die ganze Zeit nichts. Guck auf mein Handy auf WhatsApp und du scheißt mich an. Hey, Junge, dann hör auf mit diesem die ganze Zeit anrufen auf Steam. Ich hab gerade nicht angerufen, ich hab auf mein Handy gesehen, das hab ich dir gesagt, ich hab vorher aufgehört. Ja, Junge. Aber nein! Hammer, ich hab einen Defi gefunden. Geil.
Ich habe irgendwie Angst davor, auf den Server zu gehen, weil da der scheiß Zombie jetzt vor mir steht. Das Problem ist, ich kann nicht weglaufen. Okay, und ich würde mal sagen, dann geht's in der nächsten Folge weiter von Let's Play DayZ. Tschüss!